Ein Blick in den Spiegel zeigt mir ein Gesicht, das ich sehr gut kenne, doch mich kenne ich nicht. Wer steckt's hinter dieser Nase, diesem Mund? Was tun mir die Augen dieses Menschen Kunst? Ein Blick in den Spiegel zeigt uns das Gesicht. Hat sich mit den Jahren verändert sicherlich. Gerade noch ein Baby, junge Mädchen, Frau und Mann. Und ein wenig ratlos schauen wir uns an. Kann ich meinen Weg verstehen? Sag, wie finde ich zu mir? War ich gestern nicht ein anderer als jetzt, als heute und hier? Kann ich meinen Weg verstehen? Sag, wie finde ich zu mir? War ich gestern nicht ein anderer als jetzt, als heute und hier? Ein Blick in den Spiegel, die Augen blitzen auf, blicken in die Tiefen meines Lebenslaufs. Hab ich das gestaltet, was schon in mir war? Hab ich mich entfaltet mit jedem neuen Jahr? Kann ich meinen Weg verstehen? Sag, wie finde ich zu mir? War ich gestern nicht ein anderer als jetzt, als heute und hier? Ein Blick in die Bibel sagt mir hoffnungsvoll, Gott kennt meinen Namen, nennt mich liebevoll. Königskind und Perle, Wunschkind, das bist du. Und in all den Jahren warst du stets mein Du. Hilf mir, meinen Weg zu verstehen und führe mich zu dir. Du Gott bist doch stets derselbe, gestern, heute und hier. Hilf mir, meinen Weg zu verstehen und führe mich zu dir. Du Gott bist doch stets derselbe, gestern, heute und hier. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Liedandacht heute am Sonntag, wie jeden Sonntag. Diesmal geht es um das Lied »Ein Blick in den Spiegel«. Nachdem wir die vergangenen zwei Liedandachten das Thema Stille hatten, die auch in den Perlen des Glaubens vorkommt, die Perlen des Glaubens, das ist diese Perlenkette hier, eigentlich ein Armband, aber hier ist die große Version davon, beginnt mit der goldenen Gottesperle, dann kommt die Perle der Stille, darum ging es in den vergangenen zwei Andachten und heute geht es um die Ich-Perle, der Blick in den Spiegel. Die kleine Ich-Perle ist genau eine Stille von Gott entfernt. Wenn ich Gott kennenlernen möchte, dann ist es gut, wenn ich die Stille suche, um die liebevolle und unaufdringliche Stimme Gottes in meinem Leben zu hören. Ganz dicht bei der Ich-Perle ist die Taufperle. Darum soll es dann in einer weiteren Liedandacht gehen. Heute geht es um die Ich-Perle. Die Ich-Perle ist verbunden mit der Frage, beim Blick in den Spiegel, wie nehme ich mich wahr? Wer bin ich? Mein Äußeres verändert sich, aber auch jeder von uns hat seine Geschichte. Wie nehmen andere mich wahr? Wer bin ich nach Abzug all der Qualitäten, die andere an mir schätzen? Ich habe ja ganz verschiedene Rollen als Mensch, als Bürger dieses Staates. Ich bin Sänger, ich bin Liedermacher, Gitarrist, Buchautor, schreibe Lieder, bin Ehemann, bin Vater, bin evangelischer Pfarrer. All das prägt ja mein Ich und es gehört alles irgendwie zusammen. Und doch gibt es da noch ein inneres Ich. Wer bin ich nach Abzug all der Qualitäten, die andere an mir schätzen? Und die dritte Frage ist, wer bin ich vor Gott? Wie sieht Gott mich an? Und darum soll es stärker gehen, wenn es um die Frage geht, der Bedeutung der Taufperle.
Ich bin ja nun in der glücklichen Lage, dass ich seit 40 Jahren als Liedermacher unterwegs bin. Das heißt, ich habe im zarten Alter von 21 Jahren begonnen, Lieder zu schreiben, Lieder aufzunehmen und erste Platten aufzunehmen. Und anhand der Schallplattencover kann man sehr schön beobachten, wie ich mich verändert habe. Das war meine erste Langspielplatte. Mensch, bist du's wirklich? Zum Glück heißt sie Mensch, bist du's wirklich, denn so richtig erkennen kann man mich darauf nicht mehr. Das war das erste Album, das erste Soloalbum, das wir 1981 herausgebracht haben, in Kooperation mit dem Abacus Verlag. Produzent und Arrangeur war damals David Plüss aus der Schweiz, mit dem mich seitdem eine große Freundschaft verbindet, und bis heute ist er der Arrangeur und Produzent meiner LPs und CDs. Auf diesem Album haben wunderbare Musiker mitgespielt, wie Reinhard Besser per Bass und E-Gitarre, Bernd Kohn am Schlagzeug, Wolfgang Thiebold am Cello. Auf diesem Album sind wunderbare Songs wie »Warum singst du nicht in Kambodscha?« Ich verarbeite dabei mein Erlebnis als Kriegsdienstverweigerer. Unmittelbar nach dem Schulabschluss habe ich versucht, Kriegsdienst zu verweigern, und Würzburg war damals die Stelle, wo man Rede und Antwort stehen musste. Und da hat mich dann der Prüfer gefragt, ja, sagen Sie mal, Herr Bittlinger, wenn Sie doch Lieder singen, warum singen Sie da nicht in Kambodscha? Da brauchen die Leute doch viel mehr Frieden als hier bei uns. Das habe ich dann da irgendwie verarbeitet. Es ging damals um NATO-Doppelbeschluss. Russisch Roulette war ein wichtiger Song. Dann der alte Baum vorm Haus in unserem Garten. Mich friert's erst bei der Quelle. Zwei Lieder bereits, wo es um die Klimakatastrophe, um die Klimaerwärmung gibt, bereits 1981. War für mich politisches Engagement, Christsein und politisches Engagement ganz enorm wichtig. Dann, 3 Jahre später, kam das Album heraus, Jeder Mensch braucht einen Menschen. Das war die Zeit, das Jahr, in dem wir geheiratet haben, in dem wir angefangen haben, unser Nest zu bauen. Das Lied habe ich, wenn ich ehrlich bin, geschrieben, nachdem meine damalige Freundin einen kleinen Acker hinterm Haus angelegt hat und wir Kartoffeln gesät haben und die dann auch geerntet haben. Und daraus ist dann sofort das Lied entstanden, Jeder Mensch braucht einen Menschen, mit dem er einen Garten pflegt. Auf diesem Album bereits sind so wichtige Lieder wie Meine Galerie und Gott spannt leise feine Fäden. Also es geht nicht immer nur um das äußerliche Verändern, sondern ich kann anhand der Songs auch ablesen, was sich biografisch in der Zeit bei mir abgespielt hat. Auf der Rückseite finden wir ein noch lustigeres Foto von mir und auch eine kleine Abbildung von David Plüss. David Plüss sah übrigens damals so aus und hat sein erstes Soloalbum herausgebracht. Ich habe damals Theologie studiert, war viel unterwegs, habe bis zu 80 Konzerte pro Jahr gegeben und nebenbei versucht, so gut es eben ging, Theologie zu studieren. Und 1986 kam dann ein neues Album heraus. Ich habe den Schallplattenverlag gewechselt und Dieter Falk war der Produzent dieses Albums. Aber auch auf diesem Album hat David Plüss Lieder mitarrangiert. Auf diesem Album, es heißt schwer zu sagen, habe ich darüber nachgedacht, wie schwer es ist, die Botschaft, die gute Nachricht von der Liebe Gottes relevant, elementar weiterzusagen, so dass Menschen, die mit Glauben nicht so viel zu tun haben, es auch wirklich verstehen. Auf diesem Album spielen so wunderbare Musiker wie Wolfgang Schmid am Bass, Schlagzeug und Perkussion Martin Stöck, der in diesen Tagen leider verstorben ist. Werner Hux macht mit. Viele wunderbare Sängerinnen und Sänger haben auf diesem Album mitgemischt. Auf diesem Album sind so tolle Songs wie »Das Dach vor meinem Fenster« oder der Song »Liebe um Teilen«. Damals ging es um die AIDS-Hysterie und ich habe getextet, deine Liebe und dein Teilen, deine Zeit und Zärtlichkeit können helfen, können heilen, wo das Elend lautlos schreit. Und Jesus umarmt einen Kranken. Er war sich nicht zu schade. Er hat die Nähe von Menschen gesucht, die ausgestoßen waren.
Mauern aus Panzerglas. Wir alle warten auf ein Wort. Und Schritte wagen ist auch auf diesem Album. 86, 87. Ich habe 1986 mein erstes theologisches Examen gemacht und war dann für 2 Jahre freiberuflich unterwegs als Liedermacher und habe dieses Album mitpropagiert. Dann kam ein weiteres Album, das ich gemeinsam mit Dieter Falk produziert habe. Und das ist dieses Album hier. Man hat versucht, mich sehr modisch anzuziehen und mir ein neues Outfit zu verpassen. Auf diesem Album sind Songs drauf wie »Warum muss man dich so oft benennen?« oder »Labyrinth«. Labyrinth war ein Rockoratorium, das wir gemeinsam mit der Band Damaris Joy bundesweit aufgeführt haben. Lieder wie »Er kommt an und kommt nicht an«, das mittlerweile in dem Programm »Bilder der Passion« einen festen Platz hat. Aber auch eine erste Krise der Beziehung zwischen mir und meiner Frau kommt zum Ausdruck in dem Lied »Fenster in die Nacht«. Und auf diesem Album sind auch Songs wie »Stammtisch Samstagnachmittag« oder »Beten kann Berge bewegen«, die uns hindern, nach vorne zu sehen. Inhaltlich hat mich das beschäftigt. Das waren die Songs. Jetzt kommt ein Sprung. Das nächste Album war wieder ein Album, das David Plöss und ich gemeinsam produziert haben. Es hieß »Selten«. Das Cover zeigt aber nicht wirklich eine Veränderung meines Äußeres. So machen wir jetzt einen Sprung. Aber auf dem Album »Selten« waren wunderbare Songs wie »Freunde sind selten und selten bequem«. Wunderbare Songs auf diesem Album. Es ging um die Frage, was trägt mein Leben? Was macht das Leben wertvoll? Das war die Zeit, in der ich für die Evangelische Kirche in Hessen-Nassau das Referat Musik, Kultur, Verkündigung entwickeln durfte. Mitte der 1990er Jahre ist dann dieses Album erschienen, die erste CD. Das heißt, es gab schon die Langspielplatte, schwer zu sagen, gab es schon als CD, aber dieses Album Auf der Grenze war das erste Album, das nur als CD und Kassette erschien. Der Titelsong beschreibt ganz gut, womit ich mich damals beschäftigt habe. Es gibt von Paul Tillich den Satz, die Grenze ist der Ort der eigentlichen Erkenntnis. Und daraus ist der Titelsong entstanden. Auf der Grenze will ich stehen, mittendrin im Horizont, in Gedanken dorthin gehen, wo die Morgensonne wohnt. Auf der Grenze will ich glauben, weil ich dort die anderen sehe, die vielleicht was anderes glauben. Ich will lernen zu verstehen, dass die Liebe Gründe findet, über Grenzen wegzusehen, dass sie Mauern überwindet, wo wir Stacheldrähte ziehen. Auf diesem Album habe ich schon den Song »Aufstehen, aufeinander zugehen« veröffentlicht. Aber auch wichtige Songs wie »Deine Angst« oder »Wer immer lacht, dem glaubt man nicht« und auf diesem Album ist auch eine erste Aufnahme von »Sei behütet«. Entstanden ist diese Aufnahme in der Zusammenarbeit mit dem wunderbaren Gitarristen Werner Hux, mit dem ich damals sehr viel unterwegs war. Dann habe ich ein eigenes Schallplattenlabel gegründet, Sanna Sound. Ich bin dann von Pila weggegangen und habe dieses Album herausgebracht, Aus heiterem Himmel. Auf diesem Album, Aus heiterem Himmel, es ist geprägt von der Geburt unserer Kinder. Unser Sohn Robin kam zur Welt und daraus ist das Lied entstanden, Ein Kind verändert die Welt. Ich habe mir gesagt, du machst es nicht wie jeder andere Liedermacher, dass du sofort ein Lied schreibst, sobald deine Kinder auf die Welt gekommen sind. Und genau das Gegenteil habe ich gemacht. Ein Kind verändert die Welt. Und im Lichtglanz seiner Augen wird das Leben neu geboren. Ein Glück, das längst verloren, wie aus heiterem Himmel fällt, ein Kind verändert die Welt. Aber auch der Song Aus heiterem Himmel ist auf diesem Album, das wir ja mittlerweile hauptsächlich in dem Programm spielen, Atemklang der Seele mit Orgel und Saxophon. Aber auch eine erste Choralneuvertextung, Führe mich auf rechter Straße, woraus später ein ganzes Album entstehen sollte, Ihr seid das Salz der Erde,
das Losungslied zum Deutschen Evangelischen Kirchentag in Stuttgart und schöne Songs wie Jenseits der Zeit mit einer wunderbaren Komposition von David Plüss. So sah ich damals aus und das waren die Songs, die Themen, die mich damals beschäftigt haben. Das waren die ersten 20 Jahre. Ich-Findung, wer bin ich? Ich kann es wunderbar verfolgen anhand der Cover. Es gibt praktisch alle 2 Jahre professionelle Aufnahmen, Fotoaufnahmen, wie ich damals ausgesehen habe. Und ich kann anhand der Lieder feststellen, womit ich mich beschäftigt habe. Ende der 1990er Jahre, das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass ich vieles nicht in die Lieder hineinbekomme oder dass in den Konzerten Zwischenansagen entstehen, die das Fenster noch mal viel weiter aufmachen, als das mit Liedern möglich ist, quasi einen Gedanken vertiefen. Rückblickend kann ich nur sagen, ich kann dankbar sein. Ich bin dankbar, dass ich mich so entfalten durfte. Ich bin dankbar, dass ich meine Begabungen entdecken durfte und weitergeben durfte. Ich bin dankbar, dass ich mich in einem freien Land entwickeln durfte. Über 75 Jahren Frieden, ich habe in dieser Zeit mich entfalten können. Ich durfte frei unterwegs sein. Ich durfte meine Meinung sagen. Dafür bin ich dankbar. Das ist der erste Teil der Liedandacht, ein Blick in den Spiegel. Und vielleicht hast du Lust, selber mal in den Spiegel zu schauen und die letzten 20 Jahre oder die letzten 40 Jahre Revue passieren zu lassen und so überlegen, was war denn damals? Vielleicht gibt es ein Fotoalbum. Grund zur Dankbarkeit, sicher auch Grund zur Trauer, aber wie schön ist es doch, wenn man auf ein reiches Leben zurückblicken kann und sagen kann, das macht mich aus, das gehört zu meiner Geschichte, das gehört zu meiner Geschichte mit meiner Familie, mit meinen Freunden, aber auch zu meiner Geschichte mit Gott und Gottes Geschichte mit mir. Seid behütet, euer Clemens Bittlinger.